Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen bisschen speziellen Folge sprechen wir darüber, was ihr machen müsst in einer Krise, wie ihr euch navigieren müsst, euch und euer Portfolio navigieren müsst, wenn eben Kryptowährungen komplett rot sind, wenn die Zahlen negativ sind, wenn euer Portfolio wirklich bergab geht, was macht ihr in dieser Situation? Wie immer, ladet euch den Gratis-Report auf bluealpineresearch.com/free-report runter, aber schauen wir doch mal schnell in den Markt. Der Markt war bis vor ein paar Stunden ziemlich rot. Das Ganze hat sich langsam hier mit ein paar Werten ein bisschen erholt. Andere Werte sind immer noch genau gleich rot. Vor etwa, ich sag eben 2-3 Stunden, war so ziemlich alles rot. Von 5 bis 10 bis 15% ging es runter, es rattert weiterhin runter. Bitcoin war kurz bei 8.800 und es ist immer noch nicht klar, was hier passieren wird. Und deshalb dachten wir, sprechen wir doch einmal darüber, was man genau machen kann, wenn denn die Krise eintrifft und vielleicht auch länger anhaltet. Was macht man da am besten? Verkauft man da am besten? Kauft man dazu? Welche Werte kauft man etc. etc. Wir haben hier eine kleine Liste vorbereitet mit 4 Punkten, die wir schnell mit euch durchgehen möchten und die euch eigentlich helfen sollten, euer Investment, euer Portfolio zu schützen und wirklich zu überlegen, wie ihr weitermachen wollt. Der erste Punkt ist ruhig bleiben. Das kann passieren. Ihr wisst genau, wenn ihr in Kryptowährung investiert, investiert ihr in einen Wert, in einen Vermögenswert, der extrem volatil und risikobehaftet ist. Es kann durchaus sein, dass ihr euer Geld verzehnfacht, verhundertfacht. Es kann aber auch sein, dass ihr das ganze Geld verliert. Also investiert immer mit dem im Hinterkopf. Seid euch bewusst, dass diese Industrie oder diese Szene nach wie vor sehr unbestätigt ist. Also es kann durchaus sein, dass diese Werte gegen Null gehen. Es kann auch sein, dass für Jahre sich der ganze Markt kein bisschen bewegen wird und dann irgendwie in 5 Jahren extrem steigen wird. Das kann auch sein. Vergesst nicht, Bitcoin war bis zu, ich glaube, 1,5 Jahre lang bei etwa 400 US-Dollar, bis dann der Sprung wieder auf die 1000 gekommen ist und dann wirklich die Wachstumsphase angefangen hat. Wir sind natürlich durch das letzte, ich sag mal, etwa 3/4 Jahre, sind wir verwöhnt worden vom Markt. Wir haben, egal wo wir investiert haben, immer konstant 10, 20, 30% Gewinn gemacht. Das ist absolut unrealistisch. Und dem müsst ihr euch bewusst sein. Kryptowährungen können auch negative Zahlen schreiben. Es kann auch durchaus sein, dass wir eben ein paar Monate in dieser Krise bleiben. Nichtsdestotrotz sind Kryptowährungen natürlich nicht die einzigen Vermögenswerte, die negativ werden können. Auch Aktien fallen, auch Obligationen fallen. Also ihr seid ja mit einem langen Anlagehorizont investiert, ihr habt diversifiziert, ihr habt eure Recherche, eure Forschung gemacht, ihr habt analysiert und dementsprechend investiert. Also vertraut in eure Analyse, vertraut in eure Entscheidung ursprünglich und dementsprechend bleibt einfach am Ball. Der zweite Punkt, diversifizieren in sichere Werte. Diversifizieren, das sagen wir hier im Podcast oder im Video halt immer wieder. Was heißt das genau? Diversifizieren heißt, dass ihr nicht nur auf einen Vermögenswert oder auf eine Kryptowährung setzen solltet. Wenn ihr Bitcoin habt, solltet ihr auch in Ethereum investieren, vielleicht in Litecoin, in NIO, in Bitcoin Cash, solche Sachen. Also schaut, dass ihr möglichst breit diversifiziert seid in der Kryptoszene. Wenn ihr an die Werte natürlich glaubt, wenn ihr die Analyse gemacht habt, die Fundamentalrecherche betrieben habt und wirklich fundamental an diese Werte glaubt, dann investiert darin. Und wenn nicht, könnt ihr natürlich auch außerhalb von Kryptowährungen investieren. Wir sagen ja immer, zwischen 1 bis 5% eures Vermögens könnt ihr in Kryptowährungen investieren. Natürlich, wir sind keine Finanzberater, also unbedingt mit einem Finanzberater sprechen. Aber nichtsdestotrotz sagen wir, 1 bis 5% ist absolut okay. Seid euch eben einfach bewusst, dass ihr dieses Geld verlieren könntet. Wenn ihr aber sagt, okay,
ich bin jetzt ein bisschen mehr investiert, sagen wir 5, 6% so, dann solltet ihr einfach schauen, dass die restlichen 94, 95% eures Vermögens in andere Werte investiert sind. Das ist Diversifikation und das sind auch sichere Werte, also Aktien, Obligationen, Gold, vielleicht auch nur Cash-Reserven zu halten, also gar nicht zu investieren, sondern einfach das Geld auf der Bank zu halten, ist auch eine Möglichkeit zu diversifizieren. Bei Kryptowährung selber, und das bringt uns gleich zum nächsten Point, und zwar recherchieren und analysieren. Nutzt diese Zeit, um die Werte, die ihr eigentlich schon immer wieder kaufen wolltet oder die ihr in den Nachrichten hört oder auf Twitter oder in den Foren liest oder von den YouTubern hört, recherchiert diese Währung. Das ist extrem wichtig. Analysiert die Fundamentalkennzahlen, die Werte, die Teams, die Produkte, die Technologie dahinter. Wie gesagt, wir unterstützen euch dabei. Unsere Analysen sind eigentlich genau dazu gedacht, euch diese Arbeit abzunehmen. Natürlich, unsere Videos zeigen euch zum Teil auch verkürzt, wie man das Ganze macht. Aber es ist extrem wichtig, dass ihr, bevor ihr in etwas investiert, auch gründlich das Ganze analysiert und recherchiert und nur dann euer hart verdientes Geld eigentlich investiert in solche Werte. Und der vierte und letzte Punkt ist, habt gute Gründe zum Verkaufen. Ich habe gerade letztens wieder mal ein Buch über ETFs und Fonds gelesen, also Indexfonds. Und da wird natürlich die Strategie, wird da beschrieben, die heißt Buy and Hold, also Kauf und Halte mit einem langen Anlagehorizont und fasst das Ganze am besten gar nicht erst an, weil Fonds grundsätzlich von alleine rebalanciert werden, also die Werte eigentlich immer gleich behalten werden, musst du eigentlich im Endeffekt das Ganze gar nicht erst anfassen. Nichtsdestotrotz kann es natürlich eine Situation geben, in der du die Kryptowährung verkaufen möchtest. Das könnte sein Arbeitslosigkeit, das könnte sein gesundheitliche Probleme, das könnte sein, ihr möchtet ein Haus kaufen oder eine andere größere Beschaffung machen oder in etwas anderes investieren. Das könnten Gründe sein, wieso ihr zum Beispiel in einer Krise verkaufen könntet. Sei es trotz Verlust oder trotz geringeren Gewinnen. Das sind immer wieder gute Gründe. Aber das ist natürlich komplett unsere Meinung. Ihr könnt natürlich für euch auch andere Meinungen haben. Aber bitte, also bevor ihr das Geld herausnehmt, schaut wirklich in den Spiegel und seid wirklich auch ehrlich mit euch selbst. Also gebt das Geld nicht für blöde, dumme Sachen aus, frech gesagt. Macht euch wirklich gute Gedanken, bevor ihr dieses Geld wieder rausnehmt, weil als ihr in diese Kryptowährung investiert habt, seid ihr euch ganz genau bewusst gewesen, dass das ein risikovolles Spiel ist. Und dementsprechend habt ihr ja auch die Recherche gemacht, die Analyse gemacht und ihr habt ja im besten Fall nur in die Werte investiert, die ihr wirklich gut analysiert habt und deshalb auch an die Werte glaubt. Deshalb sollte sich grundsätzlich an eurer Investitionsstrategie nicht viel ändern. Bleibt also bei euren Prinzipien, bei euren Werten und dementsprechend mit einem langen Anlagehorizont. Und das sind eigentlich die vier Punkte, die wir euch auf den Weg geben möchten in einer Krise. Es kann durchaus sein, wie gesagt, dass dies jetzt noch Monate so weitergeht. Es kann aber auch sein, dass nach ein paar Wochen das Ganze wieder zweistellig wächst, jeden Tag. Keiner weiß das, auch wir wissen das nicht. Aber wenn ihr mit diesen Punkten eigentlich durch die Kryptowelt geht, dann seid ihr immer auf der richtigen Seite. Eben bleibt ruhig, es kann wirklich passieren, es kann durchaus auch passieren, dass wir ein Jahr auf diesem Preis bleiben. Aber ihr seid ja lange mit einem langen Anlagehorizont dabei. Macht euch keine Gedanken, die Werte, die ihr analysiert habt, die werden ja gleich bleiben, da ändert sich nichts fundamental. Unsere Analysen und Reports, die wir schreiben, wir updaten sie all Quartal, falls sich wirklich fundamental etwas beim Team oder beim Produkt geändert hat. Ansonsten bleiben ja die Meinungen bezüglich und die Werte bezüglich dieser Kryptowährung gleich. Und ja, mit dem Punkt wollen wir eigentlich auch schon die heutige Folge wieder beenden. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.